Ja, liebe Leute, hiermit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Together. Und heute mit dabei ist Mystico, Pausenbrot, Welly und jemand Neues ist dazugekommen, und zwar Anja. Hi. Und sie fliegt direkt raus. Nein! Das ist nicht mal ein Folgenstart. Das ist ein dummer Film. Okay, dann laden wir sie halt kurz wieder ein. Oh, ich hab ne Angel. Köder 2, Glück 2. Okay. Ohne Haltbarkeit diesmal. Ja. Das ist interessant, weil Glück, Köder, Haltbarkeit habe ich letztens geangelt. Ich habe diesmal die Haltbarkeit bekommen und jetzt du den Köder und Glück dafür. Wir können ja tauschen. Wenn wir die zusammenlegen, haben wir wieder die gleiche. Ja. So, ja, liebe Leute, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe einen Papagei gefunden, beziehungsweise ist das schon der zweite, weil der erste irgendwie abgehauen ist. Und ich habe ihn halt jetzt benannt und ja, er macht so schöne Zischgeräusche. Er hat immer Freude, irgendwelche Mobs nachzumachen. Und ich habe bemerkt, je nachdem, in welchem Biom oder Ort man ist, macht er wieder irgendwelche andere Geräusche. Also wenn man in Nähe von Pferden ist, macht er Pferde oder Lamas oder Esel oder sonst was nach. Und ja, sie ist wieder dabei. Hoffentlich fällt sie nicht mehr raus, sonst muss ich Pausenbrot rausschmeißen. Vielleicht würde das was nützen. Vergiss nicht, dass dein Papagei ein kaltblütiger Killer ist. Oh ja, das haben wir ja vergessen. Vergessen zu erwähnen. Ja. Er ist ein kaltblütiger Killer. Hat nämlich, also Anja ist am Stripmine gewesen und dachte sich einfach so, oh ja, Papagei dabei, schön. Er macht gefühlt 50 Creeper-Geräusche und beim 51. dreht sie sich nicht um, weil sie denkt, dass es jedes Mal der Papagei sowieso ist. Ja, und genau da war es halt eben nicht der Papagei, sondern wirklich ein Creeper. Und bumm! Ende. Übrigens, Neax, ich habe ein paar Schallplatten gefunden. Ich habe ein, zwei Creeper getötet und ich habe eine Schallplatte gefunden, die ich so noch nicht kenne. Okay, aber ich ja, weiß jetzt. Kann ich dir ja mal zeigen? Cool ist. Ach, ich habe übrigens auch eine Schallplatte. Ah, cool. Mein Vogel ist übrigens hier draußen. Nemo. So, die Schallplatte hier habe ich auch noch gefunden. Ah ja, yeah. Genau, jetzt sehen wir mal der Vogel hier. Stallplatte. Ja, sitzt sieht auf sehr lustig aus. Der Schulter. Wie ist er wieder aus? Ich meine, du bist ein Kapitän. Hey, lass auch runter. Kleine Nemo. Aber ich fand die erste Schallplatte besser, finde ich. Diese okay. Italienische Melodie. Alles klar. Nemo stimmt mir zu gut. Der mag die Schallplatte wohl auch. Was genau soll das sein? Ich glaube, es soll ein Tanz darstellen. Ach je. Sieht aus wie Vibrationsalarm. Oh Mann. Wenn ich ihn nicht hinsetze. Warte kurz. Das habe ich noch nicht gesehen. Jetzt fliegt er rum. So kein Nice. Ja. Mal. Okay. Ist nice. Ja auch nicht schlecht, dass er es im Flug auch macht. Okay. Okay, es kommt drauf an, wo er ist. Komm, komm hier hin. Okay, da hinten hört er die Musik wohl anscheinend nicht mehr. Ob der bei der anderen Schallplatte auch tanzen würde? Oder wackeln oder was auch immer. Also ich habe Pausenbrot rausgeschmissen. Vielleicht, wenn du jetzt wieder rausfliegst, dann hier. Liegt es nicht an ihm. Ja, wechsel mal die Schallplatte. Ja, hab ich gemacht.
Ja, jetzt. Ich muss ihn am Boden setzen und man muss die. Ach ja, der Kleine ist so Ja, niedlich. und das hier ist die Anja. Das schaut aus wie so ein kleiner Mädler, der gerade Headbangt. Ja, wirklich. Es wären nur noch die langen Haare. Daran lässt sich arbeiten. Ja, die langen Haare habe ich. Oh, Pausenbrot ist off. Den müsste man an unserer Kreativwelt in die Einkaufsstraße setzen und warten, bis irgendwann Geld kommt. So, dass irgendwer Taler wirft. Pausenbrot ist off. Ich glaube, er ist ziemlich beleidigt, weil ich ihn rausgeworfen habe. Wenn er uns Wenn das überhaupt gehört überhaupt hat. Pausenbrot war. Ja, vielleicht war es sein Bruder. Ja gut, das weiß man nicht. Das ist die Frage eben. Ich meine, liebe Leute, ihr habt das vielleicht nicht, ja, ihr habt das definitiv nicht gesehen. Aber er kam hier rein und ich habe beim Hoster gesehen, er war ein Witter. Und ich dachte so, was? Und sogar mit Tierrüstung. Ich dachte, was wollte er machen? Und er hat nichts gesagt. Naja. Oh. Na So, jetzt gut, hast du die Schallplatte. so ein Wither mit einer Tierrüstung, die ja Ja, aber das prozentual sah. Weißt du, verstärkt. stell dir vor, du siehst die Tierrüstung, so wie wir sie anhaben. Aber dann einfach mit dem Wither-Ding von der Ja. Größe her. Also die Ich Tierrüstung weiß. ist eigentlich am völlig falschen Ort. Ja. Nein. Und in der Luft fliegt er im Fall auch. Tanzt Ja, auch. zumindest wenn er startet und noch relativ nah dran ist. Ach. Ja. Den könnte man echt in der Einkaufsstraße stellen zum Ah, Geld jetzt verdienen. sollte er, oder? Nein. Aber jetzt Hast du musst du einen einen. Blumentopf? Den kannst du dir vorstellen, dann könnte man Geld reinwerfen. Eben, Wenn ich wenn keinen er hole. startet. Dort, wenn er startet. Dann ist er auch so noch. Jetzt. Yes. Nice. Sein Fliegen. Das sieht einfach aus. Ich glaube, der hört gerade Death Metal oder sowas. Was ist das? Aha, Blumentopf. Da können wir unser Geld reinwerfen für ihn. Nicht den Angeln? Nicht alles kann man angeln Du kannst Nemo schon angeln. Das geht schon. Ernsthaft? Alles klar. Aber ich kann dir sagen, wenn du ihn angelst, ist er beleidigte Leberwurst. Schau, der guckt schon zum Fenster raus. Das hab ich gemacht, als ich geangelt habe. Und was hat er gemacht? Er ist in die völlig andere Richtung dann geflogen. Ich bin ein Papagei, lasst mich hier raus. Ich finde es schade, dass man ihn nicht auf Kisten setzen kann, weil da sitzt er einfach. Er setzt er sich einfach nicht hin. Na gut, jetzt schon. Schallplatte rein und raus. Ach, jetzt. Ja, Leute, ich glaube, ihr wisst gar nicht, wie lange ich nach dem gesucht habe hier. Weil der erste, Woher den sollen Sie ich. das wissen? Den ersten habe ich einfach so zufälligerweise gefunden. Und der zweite, naja, den. Da bin ich stundenlang, nee, einige Minuten lang im Dschungel herum gelaufen. Und dann wurde es Nacht und dann ist er gespawnt. Neben mir. Ist auf deiner Schulter. Ich weiß. Du hatte auch hin, der Große. So, dann. So, jetzt macht er denn die Pferde nach, oder? Wie ist der denn? Genau, jetzt macht er wieder die. Nein, jetzt macht er wieder Lamas nach, wenn ich bei den Pferden bin.
Hallo, das sind auch Pferde und keine Lamas. Ja, ich weiß auch nicht, aber der macht meistens Lamas nach, wenn ich bei den Pferden bin. Wieso spuckt er dich an? Nee. Das würde was anderes ausdrücken. Ja gut, der Ton macht er schon nach. Dann pass mal lieber auf. Ich glaube, er will zu den Pferden. Ich habe den Boden im Haus noch gar nicht fertig gemacht. Ah ja, das haben wir gar noch nicht gezeigt. Und zwar hier steht, hier liegt Nentexer Folge 2 bis 3. Naja, das ist ein Grab von dem lieben Nentexer, dem Hoster dieser wunderschönen Map. Ah ja, und ich habe hier Pilze auch noch hingepflanzt. Ich habe hier auch noch welche. Ich habe hier eben auch Pilze hingetan hier. Weil sie hier immer Pilze gewachsen sind. Auch welche. Vielleicht haben sie sich diesmal wieder vermehrt. Ja, das kann sein. Nee, es sind immer noch 5 nach wie vor. Okay. Warten, bis sie Eier legen. Die Pilze. Nee. Ja, und wenn sich jemand fragt, was denn passiert, wenn man ins Nether geht, naja, der Papagei bleibt einfach draußen. Das finden wir noch raus. Was im End dann wenigstens passiert, ob er da kommen kann. Ins Nether. Der einfach nachfliegt. Ja klar, der muss die Stufen nicht hoch. Wo ist denn die Anja geblieben? Die ist an dem Haus. Ah. Hab mich schon gewundert. Hübsch. Warum brauchst du noch einen Untermieter? Also noch. Bei mir wolltest du wohl nicht einziehen, ne? Hast du mein Haus angesehen und gehst lieber wieder. Ja. Ja. Kann ich irgendwie verstehen. Noch zum Update. Ich wollte auch nicht ins Dachgeschoss einziehen. Noch zum Update. Ich habe hier einen Gang für Pferde gebaut. Hier habe ich noch ein bisschen mehr gebaut. Hier habe ich noch eine Treppe nach unten gebaut. Hier hat jemand noch eine Brücke gebaut. Ich habe sie einfach ein bisschen versetzt. Und hier hinten ist ein Teil vom ProGamer noch gebaut hat, und zwar hier irgendwie Tiere-Gitter und sowas. Also du brauchst ja sehr schick, Anja. Eigentlich müsste ich dir mal eine FH. Und das große Haus hier, Dankeschön. Das ist von Anja. Für meine Map. Jetzt macht den Ofen für mich. Nice. Jetzt macht der Endermans nach. Also ich kann nur sagen, die Vögel sind einfach nervig, wenn ihr Swipman geht. Da denkt ihr irgendwie, I'm a birdie. Ein Creeper ist neben euch, ein Baby-Zombie, ein Zombie, währenddem ihr noch ein Enderman nachmacht oder. Naja. Oder auch, wie schon erwähnt, 50 Mal hintereinander ein Creeper bei Anja. Genau, und ich habe noch ein. Noch ein Bild, besser ziehen. Bild hierhin getan. Außerdem ist hier meine Uhr, die ich aus Versehen gemacht habe. Ah ja. Wie kann man eine Uhr aus Versehen machen? Wenn man einen Kompass machen möchte, aber eine Uhr baut. Oder craftet. Kann ich verstehen. Ist ja auch voll normal. Jetzt tu nicht so hochnäsig. Du bist auch kein Minecraft-Experte, du bist von einem Creeper in die Luft gesprengt worden. Ja gut, ich bin definitiv kein Minecraft-Experte. Ich sag jetzt nichts, ja. Ich auch nicht.
So, Nemo. Ich glaube, die Haltbarkeit 3 Angeln kann ich in der Kiste tun, die wird wohl keiner. Genau, Nemo. Genau, verabschiede dich von den Leuten hier auf YouTube. Genau, mach's weiter so. Und sie werden dich abonnieren. Nee. Genau, musst einen eigenen Kanal für ihn aufmachen. Nemo! Du musst dir erst dann Gedanken machen, wenn er mehr Abonnenten kriegt als du. Okay, Leute, ihr müsst einfach Nemo abonnieren. Also, ich denke, es gibt sicher einen Kanal, der heißt Nemo. Jo, kann schon sein. Aber falls er nicht dieses Vogelzeichen drauf hat, ist er nicht der. Es gibt sicher irgendwelche Leute, die machen noch extra so einen Kanal mit seinem Foto drauf. Mit ihm. Nee. Ich glaube auf meinen Kanal nicht. Also wird es nicht solche Leute geben, wo das machen. Oder ich sag mal Abonnenten. Aber liebe Leute, an der Stelle würde ich sagen, trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Together. Und ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Tschüss. Ciao. Tschüss.